Ich möchte die Zahl 12,98, 12,98, diese Dezimalzahl, möchte ich als eine gemischte Zahl darstellen. Und die erste Vereinfachung, die ich mache, ich überlege mir 12,98, das ist das gleiche wie 12 plus 0,98. Und jetzt muss ich eigentlich nur noch die 0,98 als Bruch darstellen und damit bin ich eigentlich fertig. Wie mache ich das? Ich überlege mir als erstes, dass die 0,98 habe ich ja hier, die 9 steht an der Zehntelstelle, also das ist ein Zehntel. Und diese 8 hier steht an der Hundertstelstelle. Also das ist ein Hundertstel. Und jetzt gehe ich eben her und überlege mir, diese 0,9 kann ich auch darstellen als 9 Zehntel. Und diese 8 hier kann ich darstellen als 8 Hundertstel. 8 Hundertstel. Und damit wird die Sache schon mal etwas einfacher. Weil ich 0,98 weiß ich, sind 9 Zehntel und 8 Hundertstel. Und diese zwei Brüche bringe ich dann auf ihren gemeinsamen Nenner. Und ich weiß, 9 Zehntel sind 90 Hundertstel. Und dazu addiere ich dann eben noch diese 8 Hundertstel, 8 Einhundertstel. Und ich weiß, dass 90 und 8 ergibt 98 Hundertstel. Gut, und damit kann ich jetzt eben sagen, dass 12,98 kann ich auch darstellen als 12, 98 Hundertstel. Gut, damit bin ich jetzt eigentlich schon fertig, aber ich kann hier ja noch kürzen, weil 98 und 100 sind ja beides Zahlen, die ich durch 2 dividieren kann, also Zähler geteilt durch 2 und Nenner geteilt durch 2. Was kommt dann dabei raus? Ich habe 12 und 98 geteilt durch 2 ergibt 49 und 100 geteilt durch 2 ergibt 50. Und hier kann ich jetzt nicht weiter kürzen. 49 geht zwar durch 7, aber 50 geht nicht durch 7. Und somit ist das Ergebnis 12,98 als Dezimalzahl dargestellt als gemischte Zahl ergibt 12 und 49 Fünfzigstel.